Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kommentare zur Politik. Ich muss mich entschuldigen, heute ist meine Stimme etwas angeschlagen. Ich bin nicht wirklich erkältet, aber irgendwie hat dann doch die Kälte auf meine Stimme gedrückt. Entschuldigung dafür. Aber es geht wieder spannend weiter. Und zwar gibt es Neuigkeiten zu dem Fall der 737 MAX 8, die vor einigen Tagen abgestürzt ist von der Ethiopian Airline. Und dazu kurz eine Zusammenfassung. Und zwar wissen wir, dass das das zweite Flugzeug war, dieses Flugzeugtyps der Boeing 737 MAX 8, der innerhalb weniger Monate abgestürzt ist und insgesamt über 300 Tote gefordert hat, keine Überlebenden. Das war ziemlich tragisch und daraufhin haben alle Länder oder mehr oder weniger alle Länder weltweit beschlossen, diesen Typ nicht mehr fliegen zu lassen und es besteht eine große Sorge, dass hier einfach ein Designfehler in diesem Flugzeug vorhanden ist. Und eine kurze Zusammenfassung der Spekulation vieler Medien und was ich dann auch erklärt habe in meinem Video, das recht gut angekommen ist bei euch, werde ich euch jetzt geben. Man muss natürlich dazu sagen, dass bei solchen Vorabinformationen immer Skepsis angebracht ist, das ist klar, denn es folgt ein groß angelegter und ein gut studierter Bericht, der dann meistens erst ein Jahr nach dem Absturz kommt. Also der Bericht wird jetzt, es werden alle Messdaten ausgelesen, abgeglichen und dann intern beraten und dann irgendwann nach einem Jahr kriegt man das Ergebnis. Aber dann interessiert es natürlich so gut wie keinen mehr, was da wirklich passiert ist. Und deshalb versuchen die Medien natürlich und auch ich als Kommentator möglichst herauszufinden, was passiert ist. Und im Allgemeinfall ist die Spekulation, die hier betrieben wird, relativ nah an dem, was dann auch wirklich passiert. So viel als Disclaimer vorweg. Aber das, was ich in dem Video vermutet habe, das scheint sich immer mehr zu bestätigen. Und zwar, es wurde gesehen, dass auch die zweite Airline, kurz nachdem sie gestartet ist, dass sie in Schwingbewegungen gekommen ist, also sehr stark nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Und die Vermutung war, dass es dasselbe war wie bei der Lion Air in Indonesien, dass dieses MCAS-System, Maneuvering Augmentation System, das eingeführt wurde, weil es eben ein Upgrade war, die Boeing, und weil es bestimmte Probleme mit den Kräfteresultierenden, wie ich im letzten Video dargelegt habe und was auch immer noch so gilt, gibt. Und es wurde ausgeglichen durch eine Regelungssoftware. Und dass das nicht hundertprozentig mit allerbesten guten Dingen zuging, liegt, sieht man auch daran, dass Boeing dieses MCAS-System gar nicht so an die große Glocke gehängt hat, wie wir gleich sehen werden. Auf jeden Fall, dieses MCAS-System hatte eine fehlerhafte Messung und dadurch hat es immer wieder das Flugzeug nach unten gezogen, quasi die Nase nach unten, stark nach unten gedrückt, weil es dachte, das Flugzeug befindet sich im Steilflug, in einem zu großen Steilflug, der zu einem Absturz führen könnte. Und deshalb hat es nach unten gedrückt, aber das war nicht der Fall, der Sensor war fehlerhaft und die Piloten haben es nach oben gedrückt. Und das ging wohl eine Weile so, bis dann, wir wissen nicht, was passiert ist, auf jeden Fall haben die Piloten aufgehört und sie wussten nicht, wie man das MCAS abschaltet. Aber dazu kommen wir gleich noch mehr, was das Problem da war. Und die Airline ist in den Boden gecrashed. Ja, so oder ähnlich wird wahrscheinlich auch der Bericht aussehen. Vielleicht gibt es noch einige Überraschungen. Aber das ist sehr stark zu vermuten, dass es in diese Richtung geht. Und heute gebe ich euch einige Updates. An der grundlegenden Sache hat sich nichts geändert, aber es ist noch interessant, welche weiteren Einblicke es zu diesem Thema gibt. Und ich lese hier vor von einem CNN, oder ich fasse es euch zusammen, von einem CNN-Artikel, der heute, oder besser gesagt vor zwei Tagen rauskam, über die 737 MAX. Und zwar, der Titel ist, dass die Boeing die 737 MAX so verkauft hat auf ihrer Homepage, dass sie ganz wenig zusätzliches Training braucht für die Piloten, weil das ist ein Verkaufsargument. Wenn natürlich die Airlines weniger die Piloten trainieren müssen, dann sparen sie Geld, weil wenn sie jetzt eine Woche lang die Piloten trainieren müssen für die 737 MAX, dann können die Piloten eine Woche lang nicht fliegen und das kostet natürlich Unsummen an Geld. Und deswegen auf der Marketing-Website von Boeing stand dann, dass die 737 MAX ganz ähnlich ist wie diese Next Generation NG, also das Vorläufermodell der 737 und wenig zusätzliches Training braucht. Und das schießt natürlich jetzt gerade nach hinten los. Hier steht, Zitat, The planes are so similar, the sales pitches went, the airlines could avoid, also ich übersetze es gleich, the airlines could avoid extensive costly training for pilots who flew earlier versions of the 737. Also hier sagt es das,
Dieses Verkaufsdokument sagt ja, sie können sich teure weitere Schulungen ersparen. Und dann steht hier weiter FAA, also diese Flight Association, die eben so kontrolliert, ob die Flugzeuge von Boeing in Ordnung sind zum Beispiel, also die das dann quasi approved. FAA approved this for 2.5 hours of computer-based training for the transition between the two aircraft. Wilson continued. At the overhead panel switches at the same. The only minor difference is, because of the change in the display, is to move some of the center console items here on the forward console. Also dieser Wilson, der gerade das präsentiert hier, dieses Airplane, der sagt, das ist alles so ähnlich und 2,5 Stunden, dann ist man super trainiert für diese neue Aircraft. Der einzige Unterschied, und das ist so ein typisches, ich würde sagen, amerikanisches Verkaufsargument, dass sie wirklich, also und, aber das geht jetzt sowas von hinten los. Dann sagen sie, ja, das ist so ähnlich, die Flugzeuge sind so ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier ein bisschen diesen Knopf, der ist jetzt ein bisschen weiter links und hier, der ist ein bisschen weiter rechts. Und dann kommt so das Gefühl der Zuhörer auf, oh, wenn das der größte Unterschied ist, dass der Knopf verschoben ist, dann ist es ja wirklich ähnlich. Also das ist ein reines psychologisches Mittel. Quasi man nimmt diese ganz kleine Änderung und sagt, das ist die einzige Änderung mehr oder weniger. Und dann denken alle, oh, wenn das die einzige Änderung ist, ja, damit können wir leben, dass der Knopf ein bisschen woanders ist. Und aber das Problem ist, also das ist natürlich, ich lache jetzt, weil ich es lustig finde, aber es ist natürlich überhaupt nicht fröhlich, was hier passiert ist. What Wilson did not mention in the video is a new computerized control system, the Maneuvering Characteristics Augmentation System, or MCAS, which appears to be at the center of investigations in two recent crashes involving the 737 MAX 8. Also er sagt hier, was er nicht erwähnt hat, ist dieses neue computerisierte Regelungssystem, dieses MCAS, was jetzt höchstwahrscheinlich das Problem darstellt. Das ist das System, von dem ich eben berichtet habe, das die Nase nach unten gezogen hat und wahrscheinlich zum Absturz geführt hat. Also der Wilson berichtet dann hier in diesem Verkaufsdokument, ja, der einzige Unterschied sind diese kleinen Leuchtchen hier und da. Und dann denken alle, oh, das ist so ähnlich. Aber dieses MCAS wird überhaupt nicht erwähnt. Also wenn es wirklich so ist, wir sind hier immer noch bei Kommentare zur Politik und nicht bei FAA Investigations to Flight. Wenn es wirklich so ist, dann ist es natürlich, es ist schon fast eine Lüge. Es gibt keine Änderungen, aber wir haben hier ein riesiges Regelungssystem, was massiv eingreift und es wird noch schlimmer. Passt auf. Following the Lion Air crash, the manual was revised to reinforce the flight crews how to recognize and respond to uncommanded stabilizer trim movement and MCAS events. Also, nach diesem ersten Crash der Lion Air in Indonesien wurde das Handbuch überarbeitet, um den Leuten von diesem MCAS zu erzählen und wie man das ausschaltet. Also, da sterben 190 Leute und dann überarbeiten sie das Handbuch. Ja. Also klar, sie haben ein Software-Update gemacht, aber das klingt für mich nicht überzeugend. Hier steht, the MCAS system operated when autopilot functions were turned off. Also das ist das Schlimme. And pilots believed they had control over the plane according to pilots who spoke to CNN. Also CNN hat da mit Piloten gesprochen und dieses MCAS-System war aktiv, wenn die Piloten den Autopilot ausgeschaltet haben. Also die Piloten haben gedacht, sie steuern manuell und der Autopilot ist ausgeschalten, aber das MCAS war aktiv. Also ich bin kein Flugexperte, ich bin Ingenieur, ich kann nur von meiner Seite weitergeben. Ich denke mal, dass wenn du den Autopilot abschaltest, dass da immer noch bestimmte Dinge aktiv sind. Aber dass dieses MCAS, das so massiv eingreift, aktiv war und die Piloten dachten, sie wären im manuellen Modus, das ist schon wirklich angsteinflößend. Und ich lese weiter. Boeing website said, millions of dollars will be saved because of its commonality with the next generation 737, including maintenance and wide availability of 737 pilots. Also die schreiben weiter auf der Website, oh, so viel Millionen Dollar können gespart werden für die Airlines, weil das so ähnlich ist und weil man ganz wenig, und weil die Piloten sich damit schon auskennen und man weniger Maintenance braucht. Ja, und der Schuss ging natürlich nach hinten los. The Union, also da gibt es dann so eine, wie heißt es auf Deutsch, eine Workers Union. Es fehlt mir gerade das Wort, ihr könnt es gerne. Also eine Gewerkschaft, genau. Diese Gewerkschaft sagt, the Union had previously said it first learned of the MCAS system when Boeing issued a safety directive following the Lion Air crash. Also, nachdem die erste Airline abgestürzt ist wegen dem MCAS, dann hat erst diese Union, das ist die größte oder zweitgrößte Gewerkschaft für Piloten in den USA, die Allied Pilots Association.
Die hat erst davon erfahren, nachdem mein Flugzeug gecrashed ist, von diesem MCAS. So eine große Gewerkschaft. Also das verstärkt die Vermutung, dass da irgendetwas vertuscht wurde. MCAS was installed in the aircraft and Boeing didn't disclose that to the pilots. Also diese Association sagt weiter, das wurde ihnen quasi nicht gesagt, dass dieses MCAS installiert wurde. Und das klingt so danach, dass das MCAS wirklich so eine Behebung ist für ein Problem, das man eigentlich nicht haben sollte, aber es wurde eingeführt, weil sie dann Verdacht hatten und eine Angst, eine Sorge. Und es wurde dann nicht mal richtig mitgeteilt. Ja, also wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir selber irgendwas machen und wir sehen dann, da ist ein Fehler, dann versuchen wir das so hintenrum noch zu korrigieren und sagen das dann nicht unbedingt. Und das ist natürlich hier, hatte das tödliche Folgen. Und dann gab es weitere Neuigkeiten zu diesem Thema in den letzten Tagen. Zum Beispiel ist jetzt das FBI eingestiegen in die Vermittlungen. Also normalerweise funktioniert es so, die Boeing, die bringen neue Flugzeuge raus und die FAA, diese Flugsicherungsagentur, sie kontrolliert dann, ob das alles in Ordnung ist, aber diesmal haben die das so beschleunigt gemacht und sie haben vieles dann gar nicht wirklich durchgeschaut, so eben nach diesen Dokumenten, die ich gelesen habe. Das sind ja natürlich noch alles Spekulationen. Es gibt keinen finalen Bericht, den gibt es in einem Jahr. Und da ist so vieles wohl nicht richtig gelaufen, dass jetzt die FBI einsteigt. Also das ist auch wirklich eine Bankrotterklärung fast schon. Und Boeing sagt jetzt gestern, der Defekt ist jetzt behoben. Sie haben ein Update gemacht, ein Software-Update, ja. Haben Sie letztes Mal auch schon gesagt, mit Defekt behoben, Software-Update. Also das erinnert mich, ehrlich gesagt, Freunde, ja. Das erinnert mich an Microsoft. Okay, also wenn wir Microsoft haben, dann hier, oh, wir haben hier eine Lücke, Update, alles wieder gut. Aber wir befinden uns hier beim Flugzeug. Es geht um Leben von Menschen und nicht um einen Bug bei Microsoft. Und dann natürlich eine Nachricht. Eine andere indonesische Airline, die Garuda Indonesia, hat ihre 50 bestellten Boeing 737 Max storniert. Und die eine, die sie schon haben, die wollen sie gern zurückgeben. Die sagen, die Reisenden hätten kein Vertrauen mehr. Genau. Also wir sehen, das waren die aktuellen Entwicklungen. Es geht alles in die vermutete Richtung. Wer wirklich die absolute Wahrheit wissen will und wer sich nicht gern auf Spekulationen oder auf Gedanken einlässt, der muss am besten ein Jahr warten. Also das war ein Kritikpunkt meines Videos und ist natürlich relativ berechtigt, dass wenn man ein paar Tage danach, kann man das nicht genau sagen, das sind Spekulationen. Aber höchstwahrscheinlich wird es dann mehr oder weniger in diese Richtung gehen. Und wenn es euch ein kleines bisschen gefallen hat, wie ich euch das zusammengefasst habe, dann müsst ihr nicht selber alle Nachrichten nachlesen und auch von meiner technischen Perspektive aus eine Beurteilung gegeben habe, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, trotz meiner etwas erkälteten Stimme. Danke, dass ihr gehört habt so lange. Abonniert gerne den Kanal für weitere Infos und ansonsten wie immer einen wunderschönen sonnigen Tag. Heute Morgen hat schon die Sonne so schön orange in mein Zimmer gescheint, schon um 6 oder 7 Uhr morgens. Und wirklich ein schöner, verheißungsvoller Sonntag erwartet uns. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag, ganz viel Freude. Ganz viel Friede, ganz viel Gesundheit, psychisch und körperlich. Liebe, Erfolg in allem, was ihr tut. Segen und Glück. Wiederhören.